Der Psychologe ist vom Teufel der Bub. Das hat der Kunde einmal zu mir gesagt. Er hat natürlich recht. Wie schaffen wir es, dass wir Ziele leichter erreichen und Konflikte wirklich dauerhaft lösen? Und dieser Kunde, der war lang beim Psychologen. Und er ist draufgekommen, dieser psychologische Ansatz, da seien seine Probleme nicht kleiner geworden, sondern größer. Und ich habe nachher mit diesem Kunden arbeiten dürfen und er hat gemerkt, Konflikte kann er jetzt wirklich dauerhaft lösen und seine Ziele viel schneller, in viel kürzerer Zeit erreichen. Weil ich einen anderen Ansatz habe. Nicht ich, sondern die Natur hat einen anderen, einen einfacheren Ansatz. Stell dir das einmal so vor, wenn es brennt, nachher nimmst du Wasser. Das heißt, du gehst eine Ebene höher. Du nimmst Wasser und löschst das Feuer. Wenn es jetzt brennt und du würdest jetzt irgendwo ein Feuer nehmen oder Benzin oder Öl und du würdest das reinleeren, nachher wird es eher größer, der Brand. Und auf alles, wo wir Energie setzen, auf alles, wo wir uns konzentrieren, wenn wir uns auf das Problem konzentrieren, wie ist das in der Natur? Wird es größer oder kleiner? Ja, du hast vollkommen recht. Auf alles, wo sie Energie setzt, das wird größer, nicht kleiner. Und darum müssen wir auch, wenn wir Probleme haben, Situationen oder Konflikte, oder wenn wir Ziele erreichen wollen, müssen wir eine Ebene höher gehen. Wir müssen eine Dimension dazu nehmen. Und der psychologische Ansatz ist eben auf einer dreidimensionalen Ebene. Zeit, Raum und Form. Und da kann ich Probleme sehr schwer lösen. Ich kann sie analysieren und bewerten. Aber lösen nicht so leicht. Und darum hat der Kunde eine Mordsfreude gehabt, dass er jetzt wirklich viele, viele Schritte weitergekommen ist. Und dann hat er einmal so zum Spaß gesagt, er glaubt, der Psychologe ist vom Teufel der Bub, weil da kommst du nicht mehr weg, da wird alles noch ärger, noch extremer. Jetzt ist er im Leben, jetzt geht es ihm gut. Warum erzähle ich dir das? Auf diesem Kanal geht es genau darum. Auf diesem Kanal geht es genau darum, wie kann ich mein Leben leichter, erfolgreicher, wie kann ich mein Leben erfolgreicher gestalten, wie kann ich meine Ziele einfacher, in viel kürzerer Zeit erreichen und schaffen und wie kann ich Konflikte wirklich lösen, wie kann ich den inneren Frieden finden, wie kann ich wirklich weiterkommen in meinem Leben, in meinem ganz individuellen, persönlichen Leben. Ich freue mich, wenn du da dabei bleibst, ich freue mich, wenn wir uns weiterhin sehen. Ich wünsche dir derweil alles Gute, bleib dabei und pass gut auf dich auf, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.